Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. Die letzten zwei Folgen leider ohne Domme, diese Folge wieder mit dem Domme. Okay. So schaut's aus. Und wir wollen jetzt hier runter. Und ich kann nicht. Naja. Aber ich kann hier raus von, ich weiß, in der letzten Folge, ich habe sie mir zwar nicht mehr angeschaut. Ah, und ist schon wieder ein paar Tage her. Aber ich hab so Schiss schon wieder. Komm schon. Ah, hier war ein Homo, das weiß ich. Jetzt gibt's die Kamera wieder. Ja, yeah. Nachdem ich sie mir aus dem Abgrund des Todes wiedergeholt habe, mir dermaßen in die Windeln gekackt habe, seitdem habe ich sie wieder. Ja, aber jetzt bin ja wieder ich dabei, jetzt brauchst keine Angst mehr. Eben, jetzt habe ich meinen Babysitter wieder dabei. So, schauen wir mal, geht's hier jetzt raus? Immer noch nicht. Ihr wisst, das letzte Mal ging es ja auch nicht raus, also warum sollst du es diesmal tun? So, ich habe trotzdem ein bisschen Bammel, dass es hier jetzt gleich nicht mehr weitergeht, vor allem weil hier überall Spinte sind. Und übrigens in einem dieser Spinte. Da ist der. Ja, Mann. Der volle Psycho. Mach mal auf. Geht nicht. Schade. Ja. So, wir müssen direkt am Platz. Okay. Exit. Ja, logisch. Exit. Lecker. Mhm. Vergewaltigt. Lecker Schnitzel. Fickschnitzel. Ich wollte es gerade sagen. Schnitzel. Okay. Ich weiß, hier war das letzte Mal der Fetti. Dann bin ich noch geflüchtet, entflohen. Entflucht. Glaube, ja. Genau das glaube ich auch. Das ist hell. Das hell ist kommt nix. Das ist der Fetti. Nee. Das ist der Pimmelmann! Das ist der Pimmelmann! Der Pimmelmann! Bleib mal locker, Mann! Lass den Pimmel ran! Pimmelmann! Ich mach lieber mal wieder zu. Dutch! Bevor er sein Ding durchsteckt. Ja, aber. Glory Holes! Ah. Oh. Okay, Lüftungsschächte. Wo bin ich jetzt? Bin ich im dritten Stock? Ach, da ist er ja. Komm! Warum macht denn die scheiß Tür zu? Das war ein scheiß Idiot! Das wäre das Spiel jetzt zu langweilig. Der können wir einfach die Tür aufmachen. Ja. Was geht hier drin so? Warte. Ja, super. War ja klar. Was hast du gedacht? Du kannst da gleich hoch. Klar, ich muss natürlich hier durch die Gittertür durch, oder? Renne ich hier auch rein oder so? Ich will da nicht rein. Oh. Okay. Siehe, hier oben geht's durch. Ja. Ja. Ich hab das Gefühl, muss ich wahrscheinlich auch durch, weil es hier wahrscheinlich wieder nicht durchgeht. Okay, doch. Genau. Jetzt reißt die Tür noch schneller auf, dann gibt es einen auf die 12 von dem da hinten. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo sie weitergeht. Schauen wir mal. Hallo. Ja? Hallo. Du weißt ja, der, wenn stirbt, ist er weg vom Fenster. Okay. Okay. Gut, hier ist scheinbar absolut. Oh, Tür. Eine Tür. Hallo? Can you see me? Can you hear me? Ja, die Kamera ist am Arsch, die ist nicht ein Sprung. Ja, klar. Okay. Was machst du mit der? Ja, die ist mir runtergefallen, zwei Stockwerke, die funktioniert noch. Auch nicht schlecht. Ja. Was die auch. Grafikfehler! Grafikfehler! Krasser Shit. Mal ein bisschen Pool spielen, wenn wir schon mal hier sind. Hm? So ein bisschen? Alter, da liegt ja auch schon wieder einer. Was ist nur los? Okay, mal kurz checken. Wir haben irgendein neues Ding bekommen, eine neue Notiz. Atmosphärisches Gebet. Schon wieder der atmosphärischen Störungen. Der Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Alles klar. Geh mal zu dem. Nein. Doch, alle wollen wissen, was passiert. Tritt rein! Passiert gar nichts. Stell dich da vor, dann gibt's Blowjob. Naja, mach mal deinen Mund auf. Das Evangelium des Penis. Man hört ihn stöhnen. Ja. Das ist gar kein Horrorspiel, das ist ein Pornospiel. Ich glaub's auch. Okay, hier gibt's eine Ritze. Schon wieder ein Pornospiel. Oh, noch einer. Hallo. Wieso beten denn die alle? Ich weiß nicht, warum tuten alle Telefone?
Jetzt mach ich mal die Tür langsam auf. Klo! Irgendwas falsch gemacht. Schau, okay. Scheiß aus. Geh mal ein Ei legen. Quatsch. Oh, ein bisschen. Ja. Hallo? Nope. Hallo? Nope. Nichts und niemand. Was? Wash your hands. Genau, bei dem Wasser. Sag es denen mal, ey. So, kann ich da raus? Exit und so? Nope, natürlich nicht. Der hat die eine Tür zugesperrt und die andere Tür zugesperrt. Was ist das für ein Vollkackspaß? Hallo? Alter, da liegt ja noch einer. Das Hallo? Sind wir in der Kirche. Ja, wir folgen ja gerade dem Priester. Nein, hier sind noch zwei. Wir können ruhig mal an die Batterie beten oder sowas. Wer? Siehst du da irgendwas blinken? Das ist eine Hose. Ja, das hat so ein Schlüpper! Ein Schlüpper. Okay, ich habe das Gefühl, wenn hier. Hier geht's gleich so ab, hier so dermaßen. Oh, Fenster. Okay, okay. Da schlägt man doch mal rein. Ja, aber keine Zeit. Wollen wir jetzt erstmal gucken, wo es hier sonst noch lang geht? Da liegt schon wieder einer. Ist da noch einer? Ist noch einer. Was ist nur los hier? Oh, die Tür ist angelehnt. Hallo? Die Türen wieder zu, die drehen alle nachher am. Schau mal, da war eine Marihuana-Pflanze am Fenster. Was? Voll die Dröhntanne. Dröhntanne. Oh shit. Ey, ich hab ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja. Ja, vor allem, weil ich immer weiter weg vom Ausgang gehe. Hello? Hello? Au. Battery. Schau, wie viel ich hab. Okay, hier ist Ende. Gut, das heißt, ich muss aus dem Fenster. Theoretisch. Praktisch. Gut. Auf jeden Fall. Ja. Zieh mal den Feueralarm. So, hier geht's lang. Job, Bitch! Oh, da klingelt was. Ja, ich finde mehr Klingel. Muss ich ja runterspringen. Rechts und links. Ja. Aber da betet auch schon wieder. Ich hab keine Hose an. Werden wir checken. Da kommt, da war der Pimmelberger vorher, der vorne der Tür stand. Los auf, ja. Jetzt siehst du den Grand Canyon. Oh. Jetzt siehst du. Hallo. Jetzt vergewaltigt. Nein. Ich will jetzt vergewaltigen. So geil, Knack. Schau dir mal sein Bein an. Oh. Oh, shit. Oh, jetzt wird das Spiel auf einmal ab 30. Boah. Oben hat die Tür zugeschlagen. Ja, ich glaube, der wollte nicht beim Beten beobachtet werden. Ich bin nackt. Was ist hier los? Was ist hier los? Terror. Da war ich doch gerade. God hates sickness. Zu der Kirche. God hates money. Das glaub ich nicht. Ja, haut dir jetzt so auf die Birne mit seinem Deutschstab. Was? Was? Gott? L always was? Provides a way. Nein. Die Pimmelmänner! Unser Chick und Chuck. Schau ihn dir an. Wer ist größer, wie er sich im Sack krault, gell? Ja. Alter. Was mit dir? Oh yeah. Na, schon was von Beschneidung gehört? Hey. Alter. Alter, der hat eine Fresse. Schau mal, der kann sogar eine Zigarette mit geschlossenen Zähnen rauchen. Na, bist du geiler? Na, er kann das auch schon. Ja, auch. Der kann gleich drei rauchen. Schau mal, der hat den gleichen Blick, wie du immer drauf hast. Ja. Nur das Ding ist bei dir kleiner. Weißt du, das hat uns Schwuchtel. Ja, ich schau dir gerne mein Buch an. Ja, genau. Das ist mein Job. Ein Schlüssel. You will have ja. This is your penultimate act of witness. Was mein vorletzter Akt? The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch. My resurrection. Thank you.
auf zum Aufzug. Ach super, muss ich den ganzen Weg jetzt wieder zurück? Du kannst ja nicht das Fenster, weil die Tür zu ist. Super. Wo muss ich denn dann hin? Ja, links kommst nicht. Nee, alles zu. Alles zu. Okay, also die Kirchenglocken läuten. Da geht's noch. Okay. Hopp, hopp, Romo. Jetzt kommst du wahrscheinlich auf deiner Witze raus. Ja, kann gut sein. Also die Folge ist bis jetzt noch nicht so hart wie die letzten zwei. Ich sag's euch, schaut die letzten zwei Folgen, ihr scheißt euch genauso in die Hose wie ich. Da würde ich meinen. Oh, oh nein, 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 nein. Scheiße, muss ich denn jetzt hin? Nein, ich kann ihn nicht mehr sehen. Nein! 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 Shit, 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 shit. Nein, das war falsch. Obwohl komm du schon, hast, komm schon! Du willst dich bestimmt werden, oh. Wenn du dein Zimmer saugst. Oh. Das hat ihn null interessiert, ey. Ach du Scheiße. Ach, durch Zufall. Ja, ich weiß, aber ich glaube, ich habe Angst. Oh, ich bin runtergefallen. Okay. Das ist doch ganz easy. Du bist auch easy peasy, ja. Pimmel, Pimmel. Das ist ganz ruhig, ganz gechillt, ein paar Kirchenglocken. Fahr einfach weiter. Jetzt fährt er runter, stand hoch. Ja, wir waren ja schon. Ich will ja raus, ich will den Ausgang, weißt du, hier raus will ich, hier raus, geradeaus, straight geradeaus, raus. Hallo? Na was? Nein, nein, ich komme in den Keller. Da habe ich ja sowas von Bock drauf im Keller. Alter, wie weit geht denn das da runter? Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Keller? Ja. Und, komm schon. Finde einen anderen Weg nach draußen. Das ist immer das neue Ziel. Hallo, Kamera. Seit dem ersten. Hallo, Kapitel. Alter, was ist das denn hier? Ich dachte, ich bin in der gestörten Abteilung. Das ist die Folterkammer. Oh, oh, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Oh, shit. Okay, kurzer Ladebildschirm. Hey, was ist das für ein Symbol? Homo. Oh, oh. Okay, wir haben ein neues Dokument. Oder eine neue Notiz. Die Leidenschaft von Vater Martin. Achso, das haben wir vorhin schon. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Ja, du bist dumm. Ja, weiß ich nicht. Die Kirche und kleine Kinder, man weiß ja, weißt du? Ja, jetzt kommt unter dem Berg. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer auch immer meine Leiche findet, traut sich keinem zu sagen. Was? Trauen sie keinem und zu. Ach, lest es selber. Okay, sorry. Weiter geht's. Das war wieder Deutsch. Ja. Ich habe gesagt, wenn ihr wollt, dass ich mehr lese, dann einfach in die Kommentare schreiben, dann lerne ich es vielleicht irgendwann mal. Oh. Oh, neues Dokument. Lest es selber? Ja, genau. Ich habe euch viel schon. Der Stolz des Wissens. Okay, viel Spaß. Hier ist überall. Oh, was ist denn das? Alter, das ist ein Hoden. Das schaut aus wie ein Fuß. Das ist ein Bein. Was ist das für ein letztes Bein? Das ist ein intelligentes Bein. Ein Tschernobyl-Bein. Ja. Oh. Okay. Das Positive ist, hier kann kein Penner sein eigentlich, oder? Man weiß es nicht genau. Irgendwer muss ja das Blut gemacht haben. Ja, Wall Rider. Ja? The Master Wall Rider. Eben. Jetzt kommen die zwei Pimmel. Aber der Fettsack und der Pimmelberger sind ja eigentlich oben. Und wenn du nur mit dem Aufzug runterkommst, bisher gab es zumindest noch keine Treppen, dann haben wir gute Chancen. Ja, genau. Der Dommi kommt durch die Wand. Standard. Okay. Komme ich auch nicht rein. Hallo.
wie immer Tür aufreißen natürlich. Da schau, die ist lecker. Frühstück, Frühstück. Boah. Ich hätte schon die Grafikfehler. Ey, wollen wir uns eine Pizza bestellen? Nachdem ich das gesehen habe, habe ich Hunger gekriegt. Ja. Alter, was für krasse Grafikfehler hier sind. Tim. Hallo, reiß auf das Ding. Oh Mann. Schau, schön eingelegt. Was habe ich denn? Warum sind denn überall Grafikfehler? Weil du eine Playstation benutzt, hättest du lieber mal eine Xbox gekauft. Alter, schau dir den Flätschen an. Boah, den haben sie ganz schön die Wand geschmissen. Na voll. ich will da gar nicht weiter. Ich weiß, dass das Wallrider kommt und mich zerberst. Das war ein Marine, der seine Frau beim Fremdgehen erwischt hat. Oh. Okay, hier ist wie eine Barrikade, das heißt, hier kommt doch irgendjemand. Das sind gleich zwei. Was? Hinter dir. Hier geht's raus! Ist da noch jemand? Nö, oder? Hinter dir. Was ist hinter mir? Ja. Oh, nee, ich geh jetzt gerade auf. Okay, ich schaue immer nach den Lüftungsschächten. Es kann natürlich sein, dass die Lüftungsschächte unser Ausweg sind. Ah, lecker. Mhm. Pizza Margarita. Mhm. Okay. Geht jetzt auch rein. Die ist genauso abgeflatscht, aber da komme ich nicht hoch. Ja, da kommst du runter wahrscheinlich wieder. Ja, wirklich. Check mal erst, was hier noch so ist. Schau, jetzt läuft zurück. Oh ja, muss ich auch. Oh, Rider. Oh, was war das? Oh, Rider. Ich bin links von dir. Wie geht's nicht rein? Geht's nicht auf, Shit, 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 shit. Wo muss ich denn hin? Geht sie raus, geht sie raus. Oh, hat sie vergriffen. kleine Schwein, kein Entkommen mehr. Oh, Wallrider. Yes. Danke. Tommy wird geschlachtet. Was? Mach ihn fertig. Yes. Nachtsicht kann man ihn sehen. Oh, shit. Ja, und du hast die Kamera angelassen. Ja, Mann. Tommy down. Okay, wir haben eine neue Notiz. Das war Domme. Tod des Soldaten? Das war doch kein Soldat. So stirbst du also, Domme. Von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen. Dominik. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Ich weiß nicht, was der meint. Okay. Soll ich nochmal zurückgehen? Ich geh nochmal zurück, ich trau mich. Schau mal, wie viel jetzt aufgeht. Nee, das ist alles rot. Schau, du hättest doch vorher schon rein sollen. Ja. Vielleicht hätte ich eine Batterie gefunden oder so. Ja, wir haben bestimmt drei Batterien drin. Ja. Aber ihr könnt ja auch gerne da reingehen und uns als Kommentar schreiben, was da drin war. Ja, genau. Also ich tue es nicht. Definitiv. Nein. Und dann, wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert das Bild. Ja, also, sowieso. Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Also, ist ja wohl klar. Allein, weil der Dom jetzt tot ist. können wir denn nicht mal hinterher gucken? Alter, schau dir den an. Wie hast du denn da durchgepasst? Tja. Boah, in Einzelteilen. Das ist nur eine Frage der Kraft. Mhm. Genau, wie bei Jungfrauen. Da links schreit er nicht. Wo? Links auf jeden Fall. Try to explain. Links, Leute. Hier. Nee, ich hab die Stimme von links gehört. Hä? Ich sehe keinen. Nee. Doch, ist aber einer drin, oder? Da ist ein Lautsprecher, oder? Ja. Als einziger übrig. Oh, Stephen Hawking. Nein, das habe ich vorhin schon gefragt. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Das ist Xavier. Oh yeah. Von X-Men. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction. Engineered the precise molecules necessary. Mind over body.
Hat ja bis jetzt gut funktioniert, ne? Foolish and wrong to think we could control it. You use madmen to make something so strong. War eine dumme Idee. Natürlich. Murder Billy. Turn off his life support. His anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Und du meinst, es hilft den Wolverine, wenn man Billy tötet? Ja, wenn hier keiner lebend entkommt, warum sollen wir dann entkommen? Keine Ahnung. Wo ist denn das Hauptlabor von Billy? Aber dieses Hauptlabor werden wir dann hoffentlich in der nächsten Folge finden. Wie immer, abonnieren, liken und kommentieren. Also bis zur nächsten Folge. Macht es gut und tschüss.